Hallo zusammen, es ist Mittwoch, es ist 17.38 Uhr, der DAX hat gerade eben geschlossen mit 13.000, wo war er denn eigentlich, 289,80. Wir haben 17.38 Uhr und das ist der Mittwochfilm, das ist also der Film mit den aggressiven Scheinen, die Scheine, die euer Herz ein wenig höher schlagen lassen. Aber bevor ich damit anfange, folgendes Announcement schon mal für nächsten Montag. Das ist der 30. November. Börsefrankfurt.de. Um 12 Uhr mittags bin ich dran für Börse to go. Da geht es, das ist nur eine halbe Stunde, wenn man also auf die Homepage geht, Börse at home, Börse to go, dann kommt man da drauf und dann kann man sich hier, das Foto ist viel besser, kann man sich hier kostenlos anmelden. Das ist eine halbe Stunde, da geht es um folgende Aktien: Allianz, Commerzbank, Bayer, VW, SAP und als Reservewert die Adidas. Ja. Vielleicht sehen wir uns da mal. Wie gesagt, das kann man sich jetzt anmelden und das ist am Montag, dem 30. um 12 Uhr. So, das ist der DAX im Tageschart. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass der Bewegung entgegengesetzte Band dreht jetzt endlich hoch und zwar richtig. Und das obere gibt nach. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir insgesamt eher volatilitätsärmere Tage haben werden. Jetzt haben wir morgen Thanksgiving. Die Woche von Thanksgiving ist grundsätzlich eine positive. Das wurde mir gesagt, seit 1900, was weiß ich was, ist die eigentlich positiv. War es ja bisher auch. Kann man ja eigentlich nicht meckern. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf den DAX, sondern in erster Linie auf den Dow, beziehungsweise Nasdaq, Standpur. Aber dann folgen wir dem also auch in dieser sklavischen Abhängigkeit, die wir ab und zu mal an den Tag legen. Und von daher sollte es eine bessere Woche werden, aber morgen ist zu. Das kann zwei Dinge bedeuten und ich kann Ihnen auch dazu auch keine Lösung geben. Entweder es fehlen die Käufer und der Markt kann ein bisschen fallen oder es fehlen die Verkäufer oder die Leute, die dagegen halten. Und dadurch kann der Markt deutlicher steigen. Ich habe schon beides erlebt. Tendenziell glaube ich, dass es noch weiter ein bisschen hochgehen kann. Aber der heutige Tag, der war armselig, das muss ich ehrlich sagen. Wir haben so schön angefangen, soweit ich weiß, in der Nacht irgendwo bei einem von den lustigen Brokern waren wir bei 13.360 sogar. Ja, was machen wir? Wir gehen da hoch, wir fangen da oben an und landen, wie gesagt, bei 13.289. Die Bänder gehen enger. Also ist das entweder eine Seitwärtsphase oder eine leicht korrektive Phase. Ich habe immer noch das Ziel der 20-Tage-Linie in den Augen, die liegt also heute bei 12.782, aber die steigt ganz stark an. Die ist also heute waren das, glaube ich, 94 Punkte, wie sie gestiegen ist. Das ist viel für eine 20-Tage-Linie, richtig viel. Und jetzt fallen diese beiden Dinger fallen auch weg. Das heißt, da wird höher gerechnet, der gleitende Durchschnitt. Vom Tag her ist die Stochastik im oberen Bereich ohne nennenswertes Signal. Und das MACD gibt leicht nach, ist nicht viel. Also mit dem Tag kann ich nicht allzu viel anfangen momentan. Ich bin auch mehr in Einzelwerten drin. Das ist der 4-Stunden-Chart. Ja, das ist mühsam, mühsam. Hier oben ist die Linie 13.330. Legen Sie da bloß nicht auf den Punkt fest. Meiner Meinung nach muss der DAX diesen Hochpunkt hier bei 13.349 mit einem Stundenchart und einer Stundenkerze überboten haben. Also die muss fertig sein, die Kerze. Dann wäre es positiv. So suche ich mir auch den Schein aus. Andererseits ist diese 13.045 hier schon eine sehr gute Unterstützung, jetzt oftmals getestet. Das sind die beiden wichtigsten Punkte und die liegen ziemlich nah beieinander. Vom 4-Stunden-Chart sind wir leicht negativ. MACD gibt gar kein Signal, das heißt, ich muss weitersuchen und gucken, was mir die Stunde bringt. Und die Stunde bringt mir ganz komische Kerzen, muss ich ehrlich sagen. Das war im 4-Stunden-Chart, war das hier ein Shootingstar. Aber im 1-Stunden-Chart sind die Bänder erheblich enger, weil die Tagesschwankung nicht allzu groß ist. Und wir bekommen ein Shootingstar-ähnliches Gebilde. Ich sage ähnlich, weil sonst müsste hier oben irgendwo liegen, dann wäre es einer. So sieht es nur auch aus, als ob es einer sei. Vom MACD minimals positiv. Von den gleitenden Durchschnitten her völlig neutral in der Mitte der Stundenbänder. Und die Stochastik geht leicht hoch.
Also da ist kein gravierendes Signal. Ich glaube, dass die Chartpunkte von hier, sagen wir mal 13.345 bis 50, also dieses hier, und andersrum die 13.050 nach unten, das sind die wichtigen Punkte. Wer auf Stundenbasis unterwegs ist, der kann sich natürlich, aber das kann ich hier beim besten Willen nicht bringen, so einen Schein hier holen, der muss ungefähr ein halbes Prozent runterliegen, also sagen wir 13.175. Da sind wir hier. Da muss die Basis sein. Der muss aber auch dann stoppen bei 13.200 glatt. Der muss da gestoppt werden. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich habe mir das jetzt mal folgendermaßen überlegt. Zum einen 12.944. Ich muss ein bisschen zurückgehen. Da sind wir ungefähr hier. An diesem letzten Ausgangspunkt für diese kurzfristige Rallye. 12.944,53 heute, morgens ist er dementsprechend ein bisschen höher. Das ist ein 38er Hebel. Ich muss keinen hier weiter unten suchen. Das geht schon. Ich kann auch hier näher rangehen, aber das wäre mir einfach, das wäre mir zu heiß. Also, denn wenn wir hier durchgehen, können ganz schnelle 50 bis 70 Punkte runterkommen und dann möchte ich eigentlich schon eher ein bisschen weiter weg sein. Deswegen 12.944, das ist die Gustav Friedrich 6. Nordpol Jürgen Gustav, GF6NJG. Und jetzt mal bei den Puts geschaut. Da muss ich ein bisschen zurückholen. Das ist, und da muss ich auch mit euch auf den Stundenchart, auf den 4-Stunden-Chart gehen. Der sollte eigentlich schon hier irgendwo dahinter liegen. Hinter dieser 13.475. Das ist nah genug dran. 13.475. Den kann man nehmen hier, ist ebenfalls ein 40er Hebel, das sind 13.645er. Aber ich rate tunlichst dazu, den ganz dicht hinter dieser Kerze, das war die vom 3.9. bei 13.465, also spätestens bei 13.500 muss der geschlossen werden. Dieser Put kommt nur dann in Frage, wenn wir die 13.040 hier rausnehmen. Genauso wie der Call, eben genannte Call, nur dann in Frage kommt, wenn wir auf Stundensicht, also mit einer Stundenkerze, diese 13.345 nach oben rausnehmen. Ich glaube, viele Leute sind heute enttäuscht von dem Tag. Ich muss auch sagen, ich habe mir davon mehr versprochen. Dafür springen hier teilweise die Einzelwerte hin und her. Das ist schon sensationell, allen voran die ganzen Kifferwerte. Also wirklich, Nomen est Omen. Wie auch immer, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute und würde mich freuen, wenn wir uns am Montag sehen. Bye bye, ciao.